So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir testen heute nämlich mal den Dirty, ja, so ein bekloppter Name und fragt mich nicht mal, wer Shirin David ist. Ich weiß das nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, wenn mich jemand fragen würde, wer ist Shirin David? Ich würde sagen, es ist beides. Mein Cousin heißt David, ich wusste bisher nicht, dass der Shiri ist, deswegen ist mir das eigentlich wurscht. Aber alles, was ich sehe, was neu ist, teste ich natürlich gerne. Auch den Capital Brate, den Köftespieß von Chita, alles so. Den Bro-Tee, den Vorbro-Tee. Vorbro ist auf jeden Fall immer noch einer meiner Lieblingstees, feiere ich. Und wenn jetzt eine Dirty Shirin einen Dirty rausbringt, dann müssen wir den natürlich auch testen. Ihr könnt mich so lange ja mal aufklären, wer das ist und was die so macht. Sängerin wahrscheinlich? Pornodarstellerin? Beides, die singen dann immer, während sie im Bett gebeizt wird. Das gibt hier drei Sorten davon, ne? Habe ich selber ja nicht gekauft, ist ja nur für Frauen, dürfen Männer gar nicht kaufen. Pupsi hat das gekauft. Ihr habt ja also einmal Dirty in Wet Peach, also feuchte Pflaume, feuchte Pfirsich. Bei Shirin David. Das ist schon ein bisschen. Get that wet and peachy taste. Also, das ist irgendwie schon ein bisschen versaut, ja. Stay safe, drink dirty. Du darfst gucken, anfassen und genießen. Shirin David bringt deine juicy Fantasien ins Eisteeregal. Warum steht hier lauter Deutsch drauf? Und hier nicht. Und hier? Dirty Candy Shop verwandelt deinen Mund in einen Süßigkeitenladen. Shirin David bringt deine juicy Fantasien ins Eisteeregal. Also ihr habt ja auf jeden Fall einmal feuchter Pfirsich, ja, wenn es tropft. Ihr habt dann einmal Busty Blueberry, so richtig busted. Und wir haben einmal Candy Shop. Ich finde das Design ist ja sehr cool, sehr fraulich, sehr ansprechend für Mädchen. Und die drei werden wir jetzt mal testen. Wir fangen natürlich, kann ich euch die von hier vorne nochmal zeigen, dass ihr die richtig seht, ja. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem feuchten Pfirsich. Das heißt, ihr habt hier oben über so ein Papier drauf, da ist noch das Gesicht vom David. Deswegen, weil der Shiri ist, ziehen wir das ab, das könnt ihr euch an die Wand hängen, könnt das sammeln. Machen mal den feuchten Pfirsich auf. Probieren mal kurz einen Schluck, wie der mundet. Dafür habe ich hier mein Original auf die dicken Bierglas. Sieht aus wie ein Pfirsicheistee, wird schön geschwätzelt, hat eine dunkle Farbe. Ja, hat eine gute Pfirsichnote und ist auch nicht zu süß. Wobei Capital Bra 5-mal draufsteht, nicht zu süß, muss ich hier sagen, der ist wirklich nicht so süß. Aber schmeckt eigentlich ganz annehmbar. Ich würde jetzt wahrscheinlich wieder keinen Unterschied merken zwischen einem David Shiri Tee oder einem anderen Tee von. Gut, Krümeltee, den Unterschied merkst du bestimmt, aber weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wie teuer der war. Jetzt ziehen wir hier mal die zweite Kappe ab. Haben jetzt also hier den Busty Blueberry, also den Blaubeerbuster. Den schenken wir jetzt auch mal ein. Der dürfte jetzt rosa sein. Sieht aus wie Rosen auf jeden Fall. Richtig genial. Das schwätzeln wir auch kurz. Probieren mal Busty Blueberry. Schmeckt auf jeden Fall ein bisschen chemischer. Chemie. Aber auf der anderen Seite schmeckt schwarze Johannisbeer wahrscheinlich genau so. Ich habe noch nie welche gegessen, deswegen kann ich das schlecht beurteilen, aber eine bärige Note ist auf jeden Fall da. Auch nicht so süß, aber ich glaube, der Pfirsich mundet mir erstmal mehr, weil das halt ein gängigerer Geschmack ist, den du einfach öfters erlebst, außer ihr seid heftige Blueberry-Fans. Wir hauen uns gleich noch den Candy Shop hinterher, dass ich auch gar keinen Durchblick mehr habe. Machen hier wieder den Nippel ab, ja, ziehen die Dose auf, füllen da was ein. Der ist richtig schön rosa, richtig schön so Feenstaub, so ist das so. Seht ihr auch hier, wenn wir wieder schwätzeln.
Alter. Der ist süß, aber irgendwie süß-fruchtig auf eine angenehme, süße Art, wo ich nicht sagen würde, war das mir zu süß, geh mal weg. Das schmeckt einfach wie Süßigkeiten, so komplett gemischt. Ich glaube, das ist halt jetzt nicht wirklich gekühlt. Der Candy Shop, gut gekühlt, könnte übelst das Kultgetränk sein. Geht mal weg mit Pfirsich. Pfirsich kriegt ihr an jeder Ecke. Dann hier Blueberry. Ist ein bisschen bärig. Die sind nicht schlecht, ja. Steht mir nicht falsch. Aber Candy Shop, das ist ein Geschmack. Keine Ahnung, habe ich noch nie erlebt. Finde ich auf jeden Fall mega interessant. Und weil wir der Ramses sind und am Ende ja kein 500er Dosenbier mehr trinken können, werde ich mir jetzt einfach noch einen Cocktail mixen aus allen drei Sorten. Das heißt, wir werden hier nochmal den Pfirsich einfüllen. Bisschen Pfirsich rein, dann kommt noch mal Blueberry dazu, hier gute Shiri David Tee und am Ende natürlich noch ein Candy Shop drauf, ungefähr so. So, ich glaube, wir haben vom Candy Shop jetzt am meisten. Das ist jetzt unser Bottich, den können wir jetzt trinken. Schön Eistee, nicht zu süß. Also, wer den nicht kennt, probier den ruhig mal. Ich finde halt, es sieht schon cool aus, also es hat auf jeden Fall Style, machen wir uns da nichts vor. Die Dosen sehen sehr fraulich aus, weiblich, sie ist ja auch eine Frau. Ich als Mann guck da auch mal hin und denke, was ist das denn? Ich probiere das auch, ich sag, es schmeckt auch, also da macht da an sich nichts falsch. Preislich kann ich jetzt leider nichts dazu sagen. Während ich beim Capital Bra Tee gedacht habe, okay, ist trotzdem eigentlich nur normaler Tee, finde ich die eigentlich sogar ganz chillig, vor allem Candy Shop. Gefällt mir eigentlich richtig gut und vor allem auch, dass das Dosen sind. Eistee aus der Dose. Finde ich übelst genial. So Tetrapacks kann jeder, aber Dosen, ich bin ein Dosenkind. Ich kam aus der Dose, ich trinke aus der Dose, also deswegen hier auf die Dicken würde ich sagen, war's das mit dem Tasting vom Dirty. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Da hinten stehen noch Nudeln auf dem Ofen, deswegen muss ich mich jetzt beeilen.